Haben wir jetzt... Oh, wir haben die Ohrringe sogar an. Süß. Jetzt können wir durch diese eine Höhle hier gehen, ne? Ohne dass Fei halt sagt... Okay, schade. Frage ist nur, wo war die Höhle nochmal? Ach, die war da oben, ne? Dann ab nach oben. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wir befinden uns nahe des Kraters am Gipfel des Vulkans Eldin. In dieser Gegend herrscht eine extreme Hitze. Mit den Feuerohrringen kannst du dich länger hier aufhalten. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich die letzte heilige Flamme hier befindet. Ich empfehle, sie zu suchen. Die Frau ist so nervig. Besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass das Spiel Ass ist. Damn. Habe ich schon wieder kein Schild auf? Warum ist mein Schild weg, Brudi? Hallo, mein Freund. Geht es dir gut? Ich habe gehört, dass sich hier noch Artefakte der Göttin verbergen sollen. Ich glaube, dass sich hier hinten eines verbirgt, aber diese Flammen versperren den Weg. Irgendwie müsste man diese Flammen noch überwinden können, oder? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Kraft des Schwertes ist gewachsen. Kannst du das Artefakt der Göttin mit der Aurasuche aufspüren? Artefakte der Göttin werden als Ziel für die Aurasuche hinzugefügt. Bitte nutze diese Funktion. Cool. Lindere meinen Durst und ich gebe den Weg frei. Will er von mir Wasser haben? Ey, ich spiele im normalen Modus. Muss dann den Heldenmodus nicht erst auch freischalten oder so? Man, Fei ist der dümmste Charakter, also kriegt sie auch die dümmste Stimme, die ich habe.
Hey, muss ich mal meinem einmaligen Durchlauf, als ob ich dieses Spiel zweimal durchspiele. Wenn ich hiermit fertig bin, werde ich das ins Regal stellen und nie wieder anmachen. Das ist... Das ist einfach safe, Mann. So. Okay, wir haben eine Fee und wir haben einen Herztrank. Nice. Was soll's, wir brauchen das Wasser. Ich mein Eyeball across the room thrown. Dass ich hier schon 1000 Herzen bekomme, stimmt mich nicht positiv, wenn ich ehrlich sein soll. Ah. Okay. Ach, muss ich dem nochmal Wasser geben? Link hat ein neues Meme-Video gefunden, das er noch nicht zu Tode geritten hat und, das ist das, was er die ganze Zeit referenziert. Hä, kannst du nicht, Alter? Geht doch. Stopp, wir haben hier Bomben. Als jemand, der einfach keine Bomben mehr hat, finde ich das als sehr praktisch gerade. So, los geht's. Unheimlich. Es ist bestimmt nicht für das Artefakt der Göttin gedacht. Drin muss ich etwas Größeres befinden. Und dieses Mal sind die Flammen noch viel größer. Mit einer Flasche wirst du da nicht weiterkommen. Einen größeren Behälter? Eine ganze Menge Wasser. Es klingt fast so, als müssten wir nochmal zu dem Wasserdrachen zurück. Und dann müssten wir den einen Dude holen, der uns so ein Ding hier rüber trägt. Und dann müssen wir da das Wasser reinwerfen. Ist das etwa das, was wir machen sollen? Habe ich etwa das Rätsel bereits in meinem Kopf gelöst? Muss ich vorher noch irgendeine Sequenz triggern, damit das auch alles startet? Oder kann ich da jetzt einfach hingehen? Weil das Spiel ist wieder so überkompliziert, dass ich da nicht einfach hingehen kann, sondern ich irgendwie erst einmal zum Wolkenhort zurück muss, um da gegen eine Wand zu rennen, damit Fai mir dann sagt, Gebieter, es besteht eine
75%ige Chance, dass wir in den Wald müssen, um da die Lösung zu dem Rätsel zu finden. Weil es kam definitiv schon vor, dass das so mega ultra übernervig war. Okay, ich kann einfach hin. Dann... Los geht's! Tempel im Wald? Nein. Ich glaube, zum Wasserfall müssen wir, oder? Könnte man nicht jetzt hier irgendwo das Spiel softlocken? Oder erinnere ich mich da falsch? Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser aus diesem Wasserbehälter reicht, um die Flammen am Vulkan zu löschen, beträgt 80%. Ich empfehle, diesen Behälter vom Wasserdrachen zu leihen. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft des Schwertes zu nutzen? Wie, du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen? Nun gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Den kann ich nicht leiden. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde nach ihm rufen. Verehrter verehrte Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Hey, grüner Wicht, sieh zu und lerne. Ich warte damit dann wie immer am Himmel. Gebieter, lass uns ins Wolkenmeer zurückkehren und von dort zum Vulkan fliegen. Dann. Weißt du, anstatt einfach jedes Mal diesen Amiibo einzuscannen, wäre es halt voll cool gewesen, wenn sie einfach sagen, wir scannen ihn einmal ein, dann ist diese Funktion einfach fucking freigeschaltet und dann hat sich's.
Aber was wäre, wenn ich den Amiibo nur geliehen hätte? Du musst ihn halt pro Spielesession einmal... einmal einscannen, dann hat sich's. Das meine ich damit. Nicht, dass du ihn nur ein einziges Mal im Spiel einscannst, dann musst du es nie wieder machen. Oh nee. Oh nee. Oh nee, ey. Oh nee. Oh nee. Oh nee, einfach nur. Halt so richtig fetter Oh nee, Moment, Mann. Oh nee. Oh, das muss halt echt nicht sein. Das muss halt echt nicht sein gerade. Oh, nimm doch einfach den fucking Pfeil, Mann. Einfach rüber, oder? Bro, als ob du da nicht rüberfliegen kannst. Dude, was ist los? Hey, wir müssen hier hoch, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich muss halt echt nach hier, ne? So, jetzt muss ich echt hier lang, ne? Erstmal den Dings mitnehmen. Oh, nice. Sehr praktisch.
Los geht's. Hoffen wir, dass hier oben nicht noch irgendwas auf uns wartet. Nee, alles cool. Oder? Doch, alles cool. Oder? So. Es. Da kommt er nicht rein, oder? Da sagt er gleich so, da komme ich nicht rein. Es ist viel zu eng. Geil. Ah, okay. Cool. Hä? Wo ist was? Ach so, hat er einfach darauf reagiert, weil ich gerade angegriffen wurde oder wie? Gott, Alter. Come on, so. Geht doch. Kannst du angreifen, Mann? Bro, warum machst du nichts? Ah! Weißt du, flick ich den Stick so hin und her und er steht da einfach nur und macht einfach einen Scheiß so. Oh, ätzend. Come on, dude, ey. Da ist es ausnahmsweise mal mich. Was? So.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den da runterkriegen soll. Ist der nicht viel zu dick, als dass ich ihn angreifen könnte? Ich würde halt einfach irgendwie herumlaufen, aber dann kickt er wahrscheinlich den Dude einfach aus der Luft und dann... Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, kann ich ihn nicht damit angreifen? Es war so klar, dass es passiert. Lebt er noch? Okay, er lebt noch. Ah! Ja, natürlich fliegt der fucking Rubin auch nach unten. Ey, das ist so zum Kotzen. Das ist halt echt so richtig fucking nervig, Alter. Mann, ey. So. Vielleicht hätte ich doch den Köcher mitnehmen sollen. Dieses Spiel, Alter. Muss ich jetzt hier auch noch schnell sein, weil ansonsten das Wasser verdampft oder sowas? Muss die bekämpfen, oder? Der Ko- Ach, dude, flieg doch einfach davon, ey. Oh nein, oh nein.
Okay, wir fangen hier einfach nur an. Ich hab ein bisschen ausgemacht, wenn ich jetzt von unten hätte nochmal anfangen müssen. Hätte ich nicht mitgemacht, einfach. Hätte ich gesagt, fuck it, Alter, das Spiel wäre nicht zu Ende. Meine Geduld hat ihre Grenzen erreicht, so. Kann ich nicht irgendwas Geiles machen mit denen, damit die so ein bisschen nicht so krass nervig sind? Nee. Wie sieht's denn damit aus? Ach cool, dann kann ich nicht mehr angreifen. Ultra witzig. Ist das dein verfickter Ernst, Alter? Bro, come on, so. Okay, okay, okay. Das ist halt so echt das, was das Spiel nicht brauchte. Einfach so eine scheiß Escort-Mission, Mann. Jetzt kommt doch hier irgendeine Kacke, dass die den Dude angreifen. Oder? Krass, wir können hier einfach durch. Verehrte Fei, habt ihr das gesehen? Bitte ruft mich wieder, wenn ich euch behilflich sein kann. Weißt du, dass sie auch nicht einmal auftauchen kann, ohne irgendwas zu sagen? Halt, sie hätte einfach gehen können und es hätte sich nichts geändert, weil jeder Mensch weiß, die Flammen sind erloschen. Vielleicht soll ich da jetzt reingehen. Aber nein, Fei und ihr fettes Maul muss natürlich nochmal labern von wegen, hey, da sollten wir reingehen, weil die Flammen sind jetzt aus. Halt, no shit, woman. Ernsthaft? Das ist das Ziel? Ich dachte, wir machen sie einfach aus und dann gehen wir wieder. Halt, wer will schon da reingehen? Oh Gott, ey. I kind of want to die, so.
Nee. Hat sich sogar fast gelohnt. Ich bin erstaunt. Aber gehen wir mal in den Frog Temple und gucken mal, was passiert. Was hat der Stein jetzt gebracht, sich da? Der hat eine Truhe auf der Weltkarte geöffnet. Okay. Gib mir ein bisschen Wind Waker-Vibes. Das finde ich ganz gut. Okay, das bleibt da nicht für immer. So. Warum kriege ich die Pfeile nicht? Ist ja nicht so, als ob ich sie nicht gebrauchen könnte oder so. Danke. Landet einfach in der Lava. Finde ich vollkommen in Ordnung. Endlich draußen. Was zum... Was fällt dir ein, mich derart zu erschrecken? Ich hab dich gerade für ein Monster gehalten. Das sind ja... Sind das Grabklauen, die du da trägst? Wer bist du? Und was treibst du hier? Ach ja, natürlich. Was, ich? Ich bin Goldo vom Stand der Mogma. Die Mogma-Klauen, die du da mit dir herumträgst, sind meine Erfindung. Aber du siehst mir ein bisschen ahnungslos aus, nichts für ungut. Weißt du, was es mit diesem Ort hier auf sich hat? In dieser Ruine schlummert ein sagenhafter Schatz. Aber kein einziger, der ihn suchte, hat ihn lebend verlassen. Unzählige Schatzsucher haben für diesen Traum ihr Leben geopfert. Ich sage das nur so als Info. Na, willst du immer noch hineingehen? Klar. Nun denn, lass mich dir von der Legende des Schatzes erzählen, die jeder Mogma kennt. Es gibt da einen Schatz, den jeder Mogma zitieren kann. Einen Satz, den jeder Mogma zitieren kann. Bist du bereit? Am Eingang des Schatzes zum König, betrachten sich zwei Statuen. Spring in den Mund der schlafenden Statue, beweise deinen Mut
und der Weg wird sich dir öffnen. Diese Weisheit solltest du dir merken. Okay, cool. Ehrlich gesagt, meine Männer suchen auch gerade nach dem Schatz. Wenn du einen von ihnen begegnest, kannst du ihn ruhig fragen. Okay. Weißt du, was das für ein cooler Tempel wäre, wenn wir jetzt einfach dahin laufen könnten und die Tür aufmachen? Das fände ich richtig cool. Juhu! Ist dieser Tempel zufällig super lang oder ist der tatsächlich eher kurz? Weil ich fände es, glaube ich, voll cool, wenn der einfach mal nicht lang ist. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Ich kann da rein. Dann versuchen wir das doch nochmal. Ich die ganze Zeit nach Pfeilen battle und plötzlich bekomme ich voll viele. Sehr cool. Oh nein. Guter Kampf. Guter Kampf einfach nur. So, hier ist nichts weiter. Spiele ich immer noch mit Motion oder normal? Ich spiele mit Buttons, also normal. Oh mein Gott, ey.
Okay, das ist anscheinend nicht der richtige Weg. Schade, ich dachte, da wäre noch Grund. Da komme ich ja nicht lang. Und wenn ich das hier mache, dann erscheint das, aber versinkt auch gleich wieder. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Hesche, danke für 15 Monate Treue. Okay. Ich check leider nicht so ganz, was meine Aufgabe hier ist. Ach, okay, ich check, was meine Aufgabe ist. Ah, okay, ich kapiere es. Erstmal Kamikaze bomben. So, okay. So, dann können wir direkt noch die Dinger da oben mitnehmen und dann ist alles gut. Ich dachte, das würde gehen. Off we go! Das war ein richtig schöner Ritt. Aber ich habe keinen Schlüssel. Das wird ja immer besser. Geh mal hier rein. Huiuiui. Das sieht nicht so gut aus. Aua, 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 aua. Das ist gut für meine verspannten Schultern. Was? Was schaust du mich so an? Hey, nicht hinschauen. Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben. Mach schon, weg mit dir. I guess. Bisschen... Okay, bleibst du halt da. Was soll's. So.
ich da nicht einfach rüber? Nee. Ach, das muss ich auch anpusten. Ja, macht Sinn. Damn, okay. Lass ihn einfach mal da hängen. War, glaube ich, gar nicht so klug, dass ich die Fee jetzt eingesammelt habe. Smarter wäre es gewesen, wenn ich sie in eine Flasche gepackt hätte. Hey, Oliver. Oh, okay. Okay, dann muss ich das so machen. I get it. Das ist Big Brain, tatsächlich. Das ist ein Big Brain-Rätsel. Kann ich da jetzt einfach runterhüpfen? Okay.
Da-da-da-da! Hey, Leda! So. Ach, jetzt will er plötzlich runtergeholt werden, oder was? Endlich in Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke dir. Und sag bloß, du bist ebenfalls Schatzsucher. Natürlich. Wusste ich's doch. Was solltest du doch sonst hier wollen? Die Legende der schlafenden Statuen, aber... Was trägst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun lassen. Warte mal kurz. So, da wären wir. Keine Sorge, die sind nicht schmutzig. Waren ja auch meine ganze Zeit in der Truhe. Die sind was ganz Besonderes, also pass gut auf sie auf, ja? Zeit zu gehen, man sieht sich. Oh. Ah. Das ist ja witzig. What? Muss ich da jetzt die Bäume gegenrollen? Ha! Witzig. Ist das jetzt so ein Bomberman-Ding? Ein bisschen. Wie lange will ich noch streamen? Ich will zumindest den Tempel fertig machen. Tada! So, jetzt kann ich das hier aufmachen mit einem Shortcut. Auch wenn ich noch nicht weiß, wohin. Jo! Ich brauche halt echt mehr von diesen Schädeln, glaube ich. Also fürs Upgraden sind die halt voll gut. Noch einer.
Hey, du kommst mir gerade recht, mein Freund. Ich weiß noch nicht, was du suchst, aber kannst du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Bin ich sauber drin? Wenn du mich runterholst, erzähl ich ein tolles Geheimnis. Wenn du mir einen runterholst. Das ist aber ganz schön. Das ist aber nicht jugendfrei. Nintendo, ich bin echt. Also, da werde ich direkt mal einen bösen Brief schreiben, glaube ich. So. Ach, man kann auch schneller krabbeln. Okay, ich habe mich schon gewundert, ob das noch irgendwie schneller gehen würde. Geil. So, let's go. Jan, danke für 2 Monate Treue. Klar, ich habe alle gerettet. Ich habe alles getan. Hau mal raus, Bruder. In diesem Raum befindet sich ein Geheimzimmer. Versprochen. Alle 212 Leute, die hier gerade zuschauen. Ist ein Geheimnis. Du. Uff. Das klingt ziemlich falsch. Okay, es ist relativ offensichtlich irgendwie, oder? Das ist es nicht. Muss man die freibomben? Muss man tatsächlich. Du Kacke. Das ist ja super scary. Normale Subs und Prime Subs bringen gleich viel. Das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt und ihr habt noch keinen Sub dagelassen, dann dürft ihr das gerne tun.
Fuck. Gut. Einfach nur geradeaus. Oder wir können auch mal hier hingehen und gucken, was da drin ist. Wenn wir schon mal da sind. Ey, ich hab so Bock auf Gamescom. Es fiel mir gerade ein, dass die ja wieder ist. Beziehungsweise, dass halt diese Show irgendwie am Mittwoch, glaube ich, ist. Und ich denke so zurück von wegen, boah. Wie cool es eigentlich war, da hinzugehen, Leute zu treffen. Halt einfach das Gamescom-Feeling zu haben. War schon ein bisschen nice einfach. Jetzt bin ich sad, dass die nicht ist. Ja, die Gamescom ist dieses Jahr digital, aber digitale Gamescom bringt mir halt auch nichts. Da kriege ich auch keine Leute durch. Ich habe ja voll Bock, nach Köln zu fahren, einfach irgendwie so ein Hotelzimmer zu nehmen und dann einfach rumzugammeln die ganze Zeit. Fährst halt dahin, gummelst rum, gehst auf die Gamescom, triffst 1000 Leute, gehst abends auf irgendwelche Veranstaltungen, gehst ins Hotel und schläfst, so. Dann gehst du morgens wieder zu Gamescom, läufst halt da rum, guckst die Sachen an, triffst Leute, gehst abends wieder auf irgendwelche Veranstaltungen. Halt mega cool einfach. So, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da hingegangen sind, um uns das Dings da zu holen. Jetzt bin ich hier falsch. Ne, ich meine, es ist ja wahrscheinlich in Zukunft nochmal. Die wird ja jetzt nicht komplett für immer abgesagt sein. Aber wenn man die Gelegenheit hat, da hinzugehen... Kann ich jedem nur raten, ist halt echt witzig. Ich war immer echt gerne da. Die beste Gamescom war einfach immer noch die, wo ich das Final Fantasy 15 Ding moderiert habe. Die war so cool. Es war literally einfach nur dafür bezahlt zu werden, rumzusitzen und einfach immer wieder den gleichen Text zu sprechen.
Was könnte man da noch mehr wollen? So, ich bin irgendwie verwirrt, wo ich nochmal hin muss. Was hier hoch, oder? Kann das sein? Ah, okay. Ich weiß noch, wie Gamescom war und Link war auch da und hat einfach so mega cringy mit jemandem geredet und saß die ganze Zeit alleine rum. War voll cool. Mega cool. Nice. Okay, wo muss ich lang? Ich muss hier lang? Okay, wir kommen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich muss mal mit Nadel reden. Über Videospiele? Über Jungs? Keine Ahnung. Was weiß ich, was die für Interessen hat. Du bist mit der befreundet. Okay, da müssen wir hin. Ich habe den Weg gefunden. Nee, habe ich nicht. Ich kam von hier. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo ist diese Tür, Alter? Okay, dann geht man hier rein. Bist du hier? Ah, okay, nee. Hä? Dann musst du nach da oben. Wo du nicht hinkommst. Oder funktioniert das so easy? Nee, das wäre ja auch zu einfach jetzt gewesen, ne? Okay, ich schneid's nicht.
Irgendwer muss mir mal... Irgendwer muss mir mal einen Tipp geben, was ich machen muss. Ich komme da nicht hoch. Aber ich muss ja irgendwie da hoch, oder?